Herzlich willkommen zu Blickpunkt Arbeitsmarkt, Akademiker, Akademikerin. Die Studie, die hervorragend gemacht ist, der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahre 2022, beschäftigt sich auch unter anderem mit verschiedenen Berufen. Das ist dann der besondere Teil. Ihr könnt ja den allgemeinen Teil könnt ihr noch nachschauen. Reicht ein Bachelor zum Beispiel oder muss ich einen Master haben, um in den Beruf einzusteigen? Hier geht es jetzt erstmal darum, was ist mit Ingenieurberufen? Wie sieht es da aus generell? So, erstmal hier eine vorherige Abbildung, die gemacht haben. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in den Ingenieurberufen geht weiter aufwärts. Wir hatten den Knick in der Corona-Krise und das war auch eine, wenn das weiter angegangen wäre, wäre das eine ganz gefährliche Geschichte für unsere Wirtschaft gewesen und für unseren Wohlstand. Von daher kann man allen dankbar sein, die nicht mehr weitermachen wollten und alle Maßnahmen aufgehoben haben, weil damit wurde letztendlich noch unser Wohlstand gerettet. Wir haben also da, ist es hochgegangen von 1,5 auf 1,9 Millionen Erwerbstätigen, wobei sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, das erfasst die Bundesagentur für Arbeit, ja, daneben gibt es natürlich auch noch viele Selbstständige. So, dann, wo arbeiten denn die Ingenieure oder wo könnt ihr hinterher arbeiten? Und da ist eben, wenn ihr seht, es gibt ganz verschiedene Ingenieure, Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik 22%, dann Produktion und Fertigung 39%, wobei das natürlich ein Problem ist. Da müssen im Grunde genommen, auch in Zukunft können wir nur hoffen, dass das in Deutschland so bleibt. Dann haben wir Maschinenbau, Fahrzeugtechnik 13%. Also das sind die verschiedenen Sachen, guckt euch an. Wie eure Interessen ist, könnt ihr im Grunde genommen einen Ingenieurberuf wählen. So, und da seht ihr auch die Zuwächse. Zum Beispiel, wo es sehr starke Zuwächse gibt, ist natürlich im Bereich Medizintechnik. 7% und selbst Maschinenfahrzeugtechnik 4,4%, technischen Antrieb 4,4%, Naturwissenschaften. Ihr seht, überall gibt es einen guten Anstieg bei den... So, jetzt haben wir ja die Corona-Krise gehabt und Gott sei Dank hat sich alles erholt. Wir haben also... Für euch, die ihr gerade studiert, also die gemeldete Nachfrage 2022 war auf einem Höchststand. Insgesamt war 68.000 neu gemeldete Stellen im Jahre 2022 super. Ich kann nur sagen, das ist schon ein ganz guter Personalbedarf, der da ist und der sichert im Grunde genommen euch auch ganz gut die Zukunft. Es gibt aber natürlich Engpässe in einigen Fachrichtung ganz besonders, wenn ihr studiert zum Beispiel Elektrotechnik, Mechatronik, Automatisierungstechnik, IT-Technik und technische Qualitätssicherung, da gibt es große Defizite. Das bedeutet im Grunde genommen, wenn ihr es sowieso schon schafft, das Ingenieurstudium, das bedeutet das für mich, dass ihr eine sehr gute Chance habt, nie arbeitslos in eurem Leben zu werden. Und hier gibt es dann noch eine besondere Garantie, wenn man diese besonderen Fachrichtungen macht. So, nochmal, was ich gerade gesagt habe, die Arbeitslosenquote in den verschiedenen Ingenieurberufen, die haben sich noch nicht ganz erholt von der Corona-Krise und von der folgenden Krise. Die wirkt natürlich auch jetzt schon ein bisschen 2,1% Bau, Architektur und so weiter und 7,4% im technischen Vertrieb als höchstes. Aber natürlich muss man sagen, das bessert sich natürlich jetzt wieder ganz, 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 ganz klar. Insgesamt muss ich euch aber sagen, also wer das machen möchte, der einen Ingenieurberuf studieren, der hat beste Chancen, sein ganzes Leben gut in Lohn und Brot zu sein. Auch im allgemeinen Teil habe ich auch die Durchschnittsgelder zum Teil gezahlt. Auch da sind die natürlich hervorragende Ingenieure. Ihr müsst nur wissen, ob ihr das schafft. Ihr müsst euch richtig einschätzen. Das ist gar nicht so einfach. Ich kenne also viele Fälle, die haben sich überschätzt und sind dann gescheitert und mussten dann etwas anderes studieren, sind dann auch im Ingenieursektor geblieben, aber eine leichtere Variante. Das gibt es bei uns eine Webseite studienwahltest.de. Da könnt ihr verschiedene Berufe testen. Geht da mal drauf. Ihr dürft euch auch nicht zu wenig zutrauen. Ich kenne auch Menschen, da weiß ich, die hätten auch richtig ein schweres Maschinenbaustudium gepackt, bin ich ganz sicher, aber die haben es dann nicht gemacht, weil ihnen irgendwelche Leute gesagt haben, du kannst das nicht, das ist viel zu schwer für dich und so weiter. Versucht das alles für euch rauszufinden. Nur eins kann ich euch sagen, wer Ingenieur werden will, der macht nichts verkehrt und der hat sein ganzes Leben in Lohn und Brot und wenn man dann noch etwas findet, was der Neigung entspricht, was einem Spaß macht, besser geht's doch nicht. Tschüss!